Wir haben gestern hier im ICF einen Leitertag gehabt. Wir waren 29 Leiter, Small Group und Ministry-Leiter. Wir haben zusammen gebrunchet und dann haben wir so Sessions gehabt, wo wir Gott angebetet haben, füreinander gebetet haben, Zeugnis. Dann haben wir eine Vision, wie geht es weiter, was sind unsere nächsten Schritte. Und am Nachmittag hat es so mehrere Angebote gegeben und ein Angebot war Stand-Up-Paddle. Und ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht, aber ich denke, man muss alles mal einmal probiert haben, dass man auch mitreden kann. Und dann bin ich mit 4 Frauen zusammen Stand-Up-Paddeln. Und ich bin an Statistik gemeldet, ich mache über alles Statistik und ich habe natürlich genau mitzählt, wie viel Mal ist wer ins Wasser geht. Und die Bilanz ist folgende: Manuela, unsere Kidsleiterin, 0 Mal. Sie hat natürlich den Vorteil, dass sie schon Stand-Up-Paddle hat und das regelmäßig mit ihrem Mann zusammen macht, also regelmäßig 3 Mal im Jahr, glaube ich, oder so, aber immerhin. Dann Sandy ist auch 0 Mal ins Wasser gegangen. Sie hat allerdings keine eigene Technik gehabt. Genau. Dann Karin, für die, die sie kennen, und Judith sind je 1 Mal ins Wasser gegangen und ich bin 3 Mal ins Wasser gegangen. Also du siehst, ich bin mehr ins Wasser gegangen als alle anderen zusammen. Und ich weiss, so Koordination, Gleichgewicht ist jetzt nicht so meine Stärke. Und trotzdem, und das spricht ja für mich, versuche ich es immer wieder. Und manchmal kommt mir der Glaube, also du bist dann, oder ich muss sagen, du bist dann auf dem Stand-Up-Paddle. Und ich habe wirklich gedacht, es ist ein bisschen stabiler, ehrlich. Ich habe gedacht, das hebt. Aber du musst schon ein bisschen schauen. Und dann sind damals die Schiffe gekommen, weißt du, die Kreuzfahrtschiffe, die 20-stöckigen, da riesige Teile, die zu sehen sind. Und dann hat es Wellen gegeben, so 3-4 Meter hoch. Und dann bist du auf dem Stand-Up-Paddle. Und dann musst du schon noch ein bisschen balancieren. Und dann hat mich halt immer wieder in das Wasser gerührt. Und der Glaube kommt mir manchmal auch so vor bei gewissen Leuten, auf jeden Fall, dass sie immer so ein bisschen versuchen zu jonglieren, so ein bisschen zu balancieren. Wie viel darf ich? Darf ich echt in die Disco gehen als Christ? Ist das denn noch okay? Oder fliege ich dann schon vom Brett? Wie viel darf ich trinken? 1 Bier ist sicher noch gut, 2, beim dritten wird es für kritisch. So, und sie sehen ein bisschen den Glauben, so ein Balanceakt, das immer ein bisschen versucht auszubalancieren. Wie viel ist erlaubt, bis ich dann ins Wasser fliege? Und das ist eigentlich kein gesunder Ansatz. In der Ehe ja auch nicht. Oder wenn ich meiner Frau sage, du, wie viel darf ich trinken, dass du gerade noch knapp zufrieden bist mit mir? Wie lange darf ich in der Nacht Fernsehen schauen, dass du gerade noch knapp zufrieden bist mit mir? Wie laut darf ich meine Kinder anschreien, dass du sagst, es ist gerade noch knapp okay? Wenn das so die Basis ist, wird es so immer schwierig. Und gleich die Frage ist ja berechtigt, was darf ich und was nicht. Und mir kommt halt immer die gleiche Geschichte in den Sinn. Und mir ist bewusst, dass ich das ein oder andere Mal erzählt habe. Aber sie symbolisiert einfach das gut, was ich meine. Wir sind mal in einem Snowcamp gewesen, vor vielen Jahren. Ich hatte noch eine Jugendgruppe geleitet, noch nicht vom ICF. Und da war ein 14-jähriger Teenager dabei gewesen. Und 2 Jungs, etwa 20, 25, die frisch im Glauben gewesen sind. Und dann sind sie zusammen go Wellnessen am Nachmittag und sind in einer Sauna. In einer Nacktsauna. Mit dem 14-jährigen Teenager, gell? Und dann kommen sie heim und erzählen mir, ja, cool, wir sind dort in der Nacktsauna gewesen, mega lässig, gell? Und ich dachte, das könnt ihr nicht machen, der Teenager ist 14, oder? Und ich sehe dann schon so die Eltern im Hintergrund, die mir dann anrufen nach dem Camp und sagen, ja, er ist auch recht begeistert heimgekommen. Vor allem den Saunabesuch hat ihm besonders gut gefallen. Aber es wäre vielleicht gut, wir könnten noch mal ein bisschen zusammen reden darüber. Und dann habe ich so den Teenager dann auf die Seite genommen und gesagt, hey, also zuerst natürlich die 2 anderen. Und dann der Teenager gesagt, du kannst nicht mit 14 in der Nacktsauna. Wieso machst du das? Und dann hat er gesagt, die anderen 2, im vollen Ernst, die haben mir gesagt, in der Bibel steht. Sie haben nicht einfach gesagt, es ist eine Lebensweisheit. Sie haben gesagt, in der Bibel steht, jetzt musst du gut hören. Sie haben gesagt, anschauen dürfen wir, nur anlängen nicht. Das steht in der Bibel. Also ich habe den Vers nie gefunden. Ich weiss nicht, welche Bibel das sie hat. Aber sie haben es gut können verkaufen auf gut Deutsch. Was man noch knapp darf, ist anschauen, das ist voll okay, aber anlängen, dort sind dann Grenzen. Das ist die Frage, wo immer wieder kommt, was ist Grenzen. Ich möchte jetzt zuerst einen Teil vorlesen aus unserem Vision Statement vom ICF Movement. So ein Visionsstatement, das wir haben. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und du siehst, der Fokus liegt auf positiv verändern, furchtlos leben und ähnlicher werden. Und wenn du ein Mensch bist, der nur immer sich fragt, wie viel darf ich nicht, wie viel hält Gott aus, was ist für ihn okay, wirst du wohl kaum den Lebensstil entwickeln, vom furchtlos leben und Jesus immer ähnlicher werden. Und gleich hast du vielleicht Fragen, die du dir überlegst. Es sind ja nicht nur die moralischen Fragen, wie viel Disco, welche Filme darf ich schauen, welche nicht, wie viel darf ich trinken. Es sind vielleicht auch Fragen von Finanzen, wo du denkst, hey, es verhungern die Leute auf der Welt. Darf ich mir dann Ferien leisten auf den Malediven? Also jetzt gerade ein bisschen schwierig, ist klar, aber dann blenden wir jetzt mal die Corona-Geschichte ausblenden. Es sind ja auch solche Fragen, die uns doch irgendwo beschäftigen, was ist möglich und was nicht. Und da möchte ich mal in die Tiefe gehen. Es gibt nämlich in der Bibel 2 Ansätze, einen generalistischen oder einen generellen Ansatz und einen individualisierten Ansatz.
Ich möchte dir mal einen Vers vorlesen, und das ist noch interessant, das ist die Offenbarung 21. Und in dem ganzen Kapitel ist ein wunderschönes Kapitel über das neue Jerusalem. Das zweitletzte Kapitel der ganzen Bibel, und es ist so richtig begeisternd, was uns alles erwartet im neuen Jerusalem. Aber zumindest in dieser ganzen Abhandlung von Begeisterung gibt es eine Mahnung. Und diese Mahnung, die ist sehr, sehr klar, hat es in sich. Es heisst im Vers 8 von diesem wunderschönen Kapitel, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, als sich sexuellen Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Also inmitten von dem Kapitel, von dem neuen Jerusalem, wo so die Vision in unser Herz hineingeleitet wird, hey, freut euch auf das, was euch erwartet im Himmel. Inmitten von dieser Beschreibung, wo du vielleicht die schwierigsten Lebensumstände sagst, auf der Erde habe ich es gerade mega schwer, aber ich freue mich auf das neue Jerusalem, auf das erwartet, kommt so die Warnung. Und wenn wir die Warnung genauer anschauen, geht es so immer um Punkte, die ganz klar in den 10 Geboten enthalten sind. Das heisst, keine sexuellen Ausschweifungen, das ist das Gebot, wir sollen nicht ehebrechen. Dann keine Götzen anbeten, das ist das Gebot, wir sollen keine Götzen neben Gott haben. Nicht lügen, das ist natürlich das Gebot, du sollst nicht lügen. Also du merkst, was der Schreiber da beschreibt, sind ganz offensichtliche Ansätze, die zu jeder Zeit für alle gilt. Und es gibt Sachen, über die musst du als Nachfolger Jesus nicht diskutieren. Ist eine Notlüge okay? Nein, eine Notlüge ist nicht okay. Weil du sollst nicht lügen, das ist der generalistische Ansatz, der ist ganz klar gesetzt. Sind unreine Gedanken okay? Nein, sie sind nicht okay. Weil Jesus sagt, wer schon eine andere Frau mit begehrlichem Blick anschaut, hat Ehe gebrochen. Es ist wirklich keine Diskussion. Nicht, dass uns das nie passiert. Oh mein Gott, das passiert mir oft. Aber der Punkt ist schon der, dass wir wissen, es ist nicht okay und mit dem zu Jesus gehen. Und das ist so der eine Ansatz, über den wir nicht reden. Und darum, wenn der 14-jährige Teenager in der Sauna ist und seine Bibelstelle im Kopf hat, wahrscheinlich die einzigen oder auswendigen können, anschauen dürfen wir nur anlängen nicht. Dann ist es wirklich klar, er missachtet da das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und das ist wie Gesetz, das ist ein generalistisches Gebot. Oder was wir auch immer wieder haben, unsere Get-Free-Days, etwas, was offensichtlich immer wieder vorkommt, sind Arbeitszeitbetrug, Steuerhinterziehung und so weiter. Das geht gegen das Gesetz, du sollst nicht stehlen. Das ist wie klar, über das muss man nicht diskutieren. Da kann man schon sagen, ja, Steuerhinterziehen ist der Schweizer Kavaliersdelikt. Aber ich sage, Gott interessiert nicht, ist es ein Kavaliersdelikt oder nicht. Weil Betonung geht auf dem Wort Delikt. Und ein Delikt ist ein Delikt, ob es ein Kavaliersdelikt ist oder nicht ein Kavaliersdelikt. Oder? Und das ist so der generalistische Ansatz. Über den müssen wir nicht diskutieren. Es ist Gesetz. Bedeutet nicht, dass wir fallen, bedeutet nicht, dass wir sündigen, bedeutet nicht, dass wir es immer wieder von vorne wieder anfangen. Wie auf meinem Stand-up-Paddel. Ich bin 3-mal ins Wasser gefallen. Aber mutig bin ich aufgestanden, jedes Mal wieder auf das Paddel und habe wieder vorne geschaut und gesagt, ich gebe nicht auf. Oder? Und so ist auch unser Umgang mit unseren Fehlern und unseren Schwächen, die wir haben. Aber spannend ist ja der individualistische Ansatz. Meine Bibel gibt so viele Situationen, die uns die Bibel nicht beschreibt. Ja, welche Serie darf ich jetzt schauen? Oder ich meine, du kannst vielleicht sagen, so Anna und die wilden Tiere. Schaut jetzt unsere Kinder, das ist jetzt noch easy, weil das ist Gottes Schöpfung. Aber Two and a Half Men, ja, was denken wir jetzt da? Das ist ja keine Belustigung, oder? Ist ja leider ein bisschen so, die perversen Witze sind leider meistens die witzigsten. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll vielleicht, oder auch gleich. Oder dann ist die Frage, ja, die Genusszigaretten nach dem Essen, ist jetzt das per se nicht gut, noch eins zu rauchen nach dem Essen? Sucht ist etwas anderes, wie klar definiert. Die Genusszigaretten oder ein bisschen Geldspiel bis zu gewissen Beträgen. Ja, bis 7.50 Franken dürfen wir, aber ab 7.60 Franken ist es zu viel. Und wie auch immer, oder? Du merkst, das ist schwierig und auf diese Frage kann uns die Bibel ja keine Antwort geben, weil sie die meisten von diesen Herausforderungen gar noch nicht gegeben hat zur Zeit der Bibel. Und da kommt der individualistische Ansatz, wo Gott mit jedem einen Weg geht. Und darum kann es eben sehr gut sein, dass für den einen kein Problem ist, nach dem Essen noch so eine Genusszigarette zu rauchen und es ist voll versöhnt mit Gott und okay und für den anderen eben schon. Weil Gott eben mit jedem seinen Weg geht. Und darum ist es vielleicht auch kein Problem, dass Gott zu mir sagt, Two and a Half Men oder How I Met Your Mother und die Sachen, die ich jetzt gemerkt habe, für mich, ich sollte sie nicht schauen, weil sie meine Gedanken etwas anregt und mir nicht gut tun, dass du sagst, also ich schaue das nicht, aber du sagst, ich kann das schauen ohne Problem.
Das ist ja gut möglich. Und dort kommt dann der individualistische Ansatz. Und den möchten wir heute miteinander studieren, ein bisschen tiefer. Und das ist im 1. Korinther Kapitel 6 geht es genau um diese Thematik. Es heisst im Vers 12, alles ist mir erlaubt. Das sagen Korinther. Das ist ein Zitat, das der Paulus von den Korinther aufnimmt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut. Für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Also du siehst, der Paulus, der kehrt die Frage um. Er sagt, es geht doch nicht darum, was ist mir erlaubt und was nicht. Eben, die Jobdescription kann ich euch leider nicht geben. Beim generalistischen Ansatz schon, das Angebot ist klar. Aber im individuellen Ansatz geht es doch nicht darum, was darf ich und was nicht. Sondern die Frage, die der Paulus stellt, ist, es darf nicht dahin kommen, dass es mich irgendwie beherrscht. Und es können ja ganz harmlose Sachen sein, die dich beherrschen. Etwas, das gut anfängt, wie ein Fitnesscenter, wo ich ja selber auch regelmäßig gehe, oder ich versuche es zumindest. Und es kann zu einem Gott werden für dich, es kann zu einer Sucht werden. Das ist jetzt weniger meine Gefahr, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mich jedes Mal grausam überwinden und bin immer mega froh, wenn ich es durch habe. Aber es kann ja sein. Also es gibt auch Sachen, die durchaus in sich sinnvoll sind, und irgendwo könnte zu einem Gott werden und dann fängt es eben an mit «Alles ist mir erlaubt», aber am Schluss endet es mit «Es beherrscht mich». Und darum sage ich, die richtige Frage ist nicht «Was darf ich und was darf ich nicht?», die richtige Frage ist «Was schafft dem Heiligen Geist Raum und was nimmt dem Heiligen Geist Raum?». Und das ist ja wie in einer Ehe. Wenn ich mit Rebecca schaue, was darf ich alles? Dann ist das der Ansatz von so «Ich möchte glänzen, möglich ausloten». Aber wenn ich sage «Was bereichert unsere Beziehung?», dann ist es ein komplett anderer Ansatz. Wenn ich als Sportler, Spitzensportler, meinen Trainer frage, darf ich bitte einmal in der Woche in McDonald's? Und er sagt, ja, okay, einmal in der Woche in McDonald's ist gut, aber nicht zweimal in der Woche. Oder wenn ich mich frage, was forciert meine Karriere? Wie kann ich besser werden? Ist immer die Frage, so ist der Ansatz negativ, was darf ich noch? Oder was hilft mir? Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Die Frage ist falsch, was darf ich und was darf ich nicht? Die richtige Frage ist, was gibt dem Heiligen Geist Leben und was nimmt im Leben? Und der Paulus sagt, alles ist euch erlaubt, okay, aber passet auf, dass ihr euch nicht von etwas beherrschen lasst. Und dann im Vers 13, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen, ein bisschen umständliche Formulierung, und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten, also am Essen und am Magen. Okay, haben wir das auch gerade nochmal drin. Einverstanden, aber das heisst doch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Also merkst du, da ist der Ansatz ganz stark drin. Es geht nicht in erster Linie darum, was darf ich mit meinem Körper alles machen, sondern bin ich mir bewusst, ich nehme meinen Körper überall hin mit. Oder dann kommt ein bekannter Vers im Vers 19, gut möglich, dass du das schon mal gehört hast. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also ihr seht, der Ansatz wird hier gedreht. Und es geht nicht um die Frage, was ist mir erlaubt? So sind Korinther zum Paulus gekommen, weil der erste Korintherbrief, da sind vermutlich schriftliche Fragen vorausgegangen an Paulus, die Paulus dann abarbeitet in dem Brief. Und einer davon ist, ja, es ist uns doch alles erlaubt, warum kommen wir jetzt wieder mit irgendwelchen Gesetzen? Und dann kehrt der Paulus um und sagt, hey, habt ihr denn vergessen, dass unser Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist? Das ist doch nicht die Frage, was darf ich, sondern die Frage ist, was macht, dass sich der Heilige Geist wohlfühlt in meinem Körper? Und das ist ein bisschen ein radikaler Ansatz, weil wenn du so anfängst zu denken, ist halt das Risiko da, dass du gewisse Gewohnheiten, die du gerne hast, anfängst über den Haufen zu werfen. Und in meinem Leben merke ich, das ist bei mir ständig der Fall, dass wieder Sachen kommen, wo ich liebe. Ich habe beispielsweise letztes Mal bin ich entsorgen. Und beim Entsorgen gibt es bei uns so eine riesige Kiste mit Büchern. Und in den Büchern steht immer Eigentum des Ökihofs. Und wenn ich ein cooles Buch finde, dann gehe ich immer fragen, dürfte ich es gleich haben? Dann schaut er mich an und sagt, ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Dann nehme ich es heim, oder? Schon das ist ein bisschen grenzgängig, gell? Aber ich kann das mal öffentlich da sein. Und dann habe ich wieder mal so einen Roman mitgenommen von John Grisham, die Firma. Und nichts gegen das, ich liebe John Grisham, ich liebe seine Romane. Aber was ich gemerkt habe, weißt du, was hat es mit mir gemacht? Jeden Morgen, etwa so um 3 Uhr, muss ich aufs WC. Einmal pro Nacht. Praktisch jeden Morgen. Und dann hat es mich so gereist, dass ich angefangen zu lesen. Bis um 5 Uhr. Und ich weiss, nicht so, dass ich zur Zeit zu wenig Arbeit habe, sondern mehr wie genug. Weil die drei
Ämter, die ich habe, ICF Luzern, ICF Zug und Movement, das gibt im Moment mega viel Arbeit. Und ich habe lesen, morgen um 3 bis morgen um 5. Am Abend, der Rebecca gesagt, gute Nacht, Schatz. Ja, ich lese noch ein paar Seiten, ich komme dann auch gleich. Ja, kannst du denken, oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie eine coole Sache, nämlich wieder mal einen guten Roman zu lesen. Und ich finde es absolut kein Problem, ab und zu auch einen nicht-christlichen guten Roman zu lesen. Und spannend sind sie von John Grisham, wie die mich einfach einnehmen. Und wie gesagt, nichts gegen guten Roman, aber dagegen, dass ich am Morgen um 3 bis um 5 lese und dann todmüde bin und dann wirklich fokussiert bin für meinen Job für Kirche oder meinen Job als Ehemann und Vater. Also verstehst du, wie schnell eigentlich etwas Gutes uns wieder reinnehmen kann? Das ist so der individualistische Ansatz. Und da gibt es eben in der Bibel ein gutes Spannungsfeld. Es gibt ja ganz viele Spannungsfelder in der Bibel. Gerade im Amazing Grace Song ist mir eins aufgefallen. Es heisst dort, du lehrst mich Ehrfurcht. Das ist das englische Wort Fear. Und dann heisst, du nimmst meine Ängste weg. Das ist wieder das englische Wort Fear. Im Deutschen ist Ehrfurcht und Angst ein anderes Wort, aber im Amazing Grace, vielleicht ist dir aufgefallen, ist zweimal das Wort Fear. Also du hilfst mir Angst zu haben, du hilfst mir Angst zu nehmen. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Ängste. Das eine ist eine Ehrfurcht, eine positive Furcht vor Gott. Das andere ist eine Angst, die mein Leben knechtet. Und da gibt es immer die Spannungsfelder, die müssen wir aushalten. Und es gibt im Neuen Testament ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite heisst das Evangelium gibt mir eine mega Freiheit. Und auf der anderen Seite heisst das Evangelium kostet einen grossen Preis. Das ist in sich ein komisches Spannungsfeld. Wenn mir etwas eine mega Freiheit gibt, wieso kostet es einen grossen Preis? Sonst ist es ja gar keine Freiheit. Und auf der einen Seite sagt Jesus, alles ist für dich gemacht. Auf der anderen Seite sagt er, du musst bereit sein, dein ganzes Leben hinzugeben. Ja, wenn es schon gemacht ist, wieso muss ich dann mein Leben hinzugeben? Und das ist so ein Spannungsfeld. Und ich glaube, das Spannungsfeld müssen wir wie verstehen, dass wir begreifen können, warum es eben nicht um die Frage geht, was darf ich und was nicht, sondern es um die Frage geht, wie hat der Heilige Geist Raum und wie hat er keinen Raum. Fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Vers 2. Korinther 3, Vers 7 haben wir schon vor ein paar Wochen vorgelesen, oder 3, Vers 17. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist einer von diesen Versen, der die Freiheit betont. Und das ist etwas Schönes. Jesus will uns nicht verknechten, er will uns frei machen. Aber dann, wenn wir schauen in Lukas Kapitel 9, dann sehen wir noch einen anderen Ansatz. Nicht nur den Ansatz, hey, Freiheit, alles ist easy peasy, sondern dann sehen wir dann noch einen anderen Ansatz. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Oder im Urtext ist das Wort Seele. Also was nützt einem Mensch, der die ganze Welt gewinnt, aber deine Seele Schaden nimmt? Und du merkst, wir reden über Freiheit durch Jesus. Ja, alles ist uns erlaubt. Okay, sagt der Paulus. Ich meine natürlich die individualistischen, nicht die generellen Sachen. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus auch, hey, der Preis ist gross. Ich meine, es heisst, wir müssen unser Kreuz täglich tragen, genauso wie Jesus trägt. Wir sollen parat sein, unser Leben zu verlieren, dass wir es gewinnen können. Weil was nützt, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber Schaden nehmen an unserer Seele? Und jetzt kommt eben der Punkt. Warum verlangt ein guter Gott einen höheren Preis? Weil ein guter, gnädiger Gott will doch keinen höheren Preis verlangen, weil ein höherer Preis ist etwas Unangenehmes. Das ist ja nie etwas Schönes, oder? Wenn du etwas unbedingt willst, das ist mega teuer. Ist nicht so cool, aber wenn ich jetzt einen Bugatti könnte kaufen für 500 Franken, dann würde ich einen nehmen, oder? Du merkst, der Preis ist eben zu hoch von einem Bugatti, darum kaufe ich mir keinen, darum entscheide ich mich täglich dagegen. Stimmt natürlich nicht. Aber warum? Der Preis ist hoch aus folgendem Grund. Weil, wenn du bereit bist, einen höheren Preis zu zahlen, dann wirst du Leben bekommen. Weil es gibt einen Strategieunterschied zwischen Find und Gott. Die Strategie vom Find ist die, kurzfristige Erfüllung, längerfristige Leere. Die Strategie von Gott ist die, kurzfristiger Verzicht, längerfristige Erfüllung. Feind, kurzfristige Erfüllung, Sünd macht Spass. Es gibt Prediger, die sagen, Sünd macht keinen Spass. Stimmt überhaupt nicht, Sünd macht mega Spass. Kurzfristig, längerfristige Leere. Bei Gott kurzfristiger Verzicht, höherer Preis, längerfristige Lehre. Beispielsweise 2.5 Men, ich habe es vorhin gebracht, ich habe das ja geliebt, ich finde das so lustig. Aber ich habe gemerkt, es tut mir einfach nicht gut, es kurbelt etwas an in meinen Gedanken, oder? Ich fühle mich dann auch ein bisschen als der Charlie Harper, oder? So, im Alltag ein bisschen, für die es kennen, nicht alle kennen das, gell? Genau, er ist mega gut musikalisch begabt.
Um das geht es nicht, aber es ist ja auch. Anyway, lassen wir jetzt das Thema. Und plötzlich sagt mir Gott, hey, es tut dir nicht gut, peng, keine Sekunde mehr, two and a half man. Das ist nicht easy. Das war zum Teil mein Feierabendprogramm, wenn alle geschlafen in der Familie, nach harten Arbeitstagen und noch alle 27 Kinder ins Bett tun und meine Frau noch ins Bett tun, noch ein bisschen two and a half man. Gibt es nicht mehr, ist vorbei. Das kostet einen Preis. Also für mich kostet es einen Preis. Du denkst vielleicht easy, also komm jetzt, du nicht so blöd. Aber für mich kostet es einen Preis. Aber es rettet mein Leben, weil es stoppt eine Abwärtsspirale in meinen Gedanken. Und wer sein Leben will retten, wer sein Leben parat ist aufzugeben, der wird es gewinnen. Aber wer will leben im teuflischen Sinn, in dem aushöhlenden Sinn, der wird sein Leben verlieren. Und dann heisst es im nächsten Vers, darum ist der Preis eben auch hoch, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele unheilbaren Schaden nimmt. Gott schützt unsere Seele. Und unsere Seele zu schützen, das kostet einen hohen Preis. Und darum ist es die richtige Frage nicht, was darf ich und was nicht. Obwohl ich es natürlich so genannt habe. Ich kann ja wählen, dass ich komme, oder? Ich dachte, ich bringe es ein bisschen provokativ. Sondern die richtige Frage ist, was gibt dem Heiligen Geist Raum und was nicht. Und dann möchte ich dir drei Fragen mitgeben, weil manchmal bist du ja mega unsicher. Ich meine, du hast vielleicht etwas, gewisse Christen machen. Oder ich erzähle dir meine Geschichte, als ich ins Eyes of Movement gekommen bin. Mein Vater hat eine Gemeinde geleitet. Ich bin in dieser Gemeinde gross geworden und die habe ich geliebt. Ich hatte gute Freunde, ich hatte Kinderarbeit, bin ich noch Jugendarbeit, Teenagerarbeit. Ich habe das geliebt. Aber mein Vater war mega streng. Kein Alkohol. Konzert ist gar nicht in Frage gekommen. Also mein Vater war mega streng. Wir sind absolut fernsehlos aufgewachsen. Und dann bin ich in das ICF Movement reingekommen. Und die Pastors dort, die sind auch leidenschaftlich für Jesus. Aber wir haben plötzlich mega viel dürfen. Etwas gutes Feierabendbier oder zwei. Etwa eine Genusszigarette nach dem Essen. Das habe ich übrigens nie gerne gehabt. Disco scheint plötzlich kein Problem mehr zu sein. Tanzen zusammen, easy, Hauptsache Jesus ist dabei. Und ich habe so gemerkt, hey, das bettelt in mir. Das ist bei mir so ein Fight. Jetzt bin ich doch ganz anders geprägt worden. Und jetzt plötzlich komme ich so in eine mega Freiheit rein. Und mein erstes Ding war, jetzt geniesse ich die Freiheit mal. Schon immer noch irgendwo in einem Rahmen. Und mein zweiter Prozess war, ich muss das selber finden. Wie redet Gott zu mir? Und in dieser ganzen Freiheit habe ich gemerkt, alles hat für mich nicht gestimmt. Da greife ich jetzt immer an, aber für mich rauchen No-Go. Auch keine Genusszigarette. Ich sage nicht, das darfst du nicht. Aber ich habe gemerkt, für mich kann sie ja gar nicht gern und vom Vorbildeffekt No-Go. Und ich habe so gemerkt, ich muss jetzt meinen eigenen Weg finden, immer mit der Frage, was schafft am Heiligen Geist Raum in meinem Leben? Und in dem Sinne eben sind es drei Punkte. Die erste Frage, wenn du vielleicht nicht weisst, darf ich etwas, darf ich nicht, ist die Frage von der Erkenntnis. Hast du es studiert? Oder vielleicht sind es so gewisse Praktiken von Geistheilern oder Sachen, wo vielleicht die einen Christen sagen, das dürfen wir nicht, Akupunktur. Andere sagen, Akupunktur ist doch kein Problem. Es gibt, die sagen, Osteopathie dürfen wir auf gar keinen Fall, weil sie einfach das Wort nicht kennen. Und andere sagen, Osteopathie ist doch gar kein Problem. Was ich übrigens glaube, ist wirklich gar kein Problem. Aber der Punkt ist, ich habe es eben studiert. Das Erste ist die Frage von der Erkenntnis. Die Frage von der Erkenntnis, hey, ich gebe mich rein, ich bete darüber, ich studiere es oder ich frage Leute, die sich vielleicht auskennen. Bei gewissen Themen ist es ganz einfach, aber bei gewissen Themen ist es eben auch nicht so einfach. Oder auch ein Film, man kann sich informieren, bevor man ins Kino geht. Also ich rede jetzt eben nicht von Finding Nemo oder so, sondern ein bisschen von den harten Kalibern, wo man sich informieren kann, wer der Regisseur, was ist die Handlung, was sind vielleicht Kritiken, wo man schauen kann, hey, ist das mit meinem Glauben kompatibel? Das ist eine Frage von der Erkenntnis. Zweitens ist die Frage von der Reflexion. Wie wirkt das jetzt auf mich? Und das ist das Spannende, dass eben, wie gesagt, zum Teil recht krasse Sachen plötzlich gehen. Oder du denkst, mal, das stimmt für mich. Mit Gott zusammen und andere, vielleicht eher harmlose Sachen, plötzlich merkst du, es blockiert etwas. Und das musst du prüfen in deinem Herz. Das ist die Frage von der Reflexion. Wie wirkt das auf mich? Vielleicht gibt es sogar Menschen, mit denen bist du regelmäßig zusammen und Gott, die Bibel ermutigt uns ja, mit Christen, wie nicht Christen, Gemeinschaft zu haben. Jesus genannt worden, im Freund von den Zöllner und von den Huren. Und gleichzeitig merkst du vielleicht mit denen, Mann, das tut mir nicht gut. Jedes Mal, wenn ich mit denen zusammen bin, ich bin ausgehöhlt, ich bin aggressiv nachher oder was auch immer. Das ist eine Frage von der Reflexion. Ich meine, im Sportverein, ich habe 10 Jahre Fußball gespielt, ich habe das geliebt, das hat mir gut getan, kein Problem. Aber es gibt vielleicht einen oder anderen, der merkt, jedes Mal bringt es mir Aggressionen vor, ich kann nicht verlieren. Dann kommt etwas vor und das kann ja ganz etwas anderes auslösen. Und das ist eine Frage von der Reflexion, wo du heimgehst, dir überlegst, was löst sie mir aus? Ist es gesund? Schafft das Raum für den Heiligen Geist? Schafft das keinen Raum für den Heiligen Geist?
Und die dritte Frage, und das ist eben die wichtige Frage, ist die Frage der Hingabe. Jesus sagt, wir sollen unser Leben für ihn hingeben. Und wer sein Leben will retten will, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben zu verlieren, der wird es gewinnen. Also habe ich die Hingabe zu sagen, Gott, in meinem Leben darfst du alles über den Haufen rühren, auch wenn es mir noch so weh tut. Du darfst mir alles geben, du darfst mir alles nehmen. Der Paulus sagt, Überfluss und Mangel, ich bin mir beides gewöhnt. Und sagen, hey Gott, wenn es dran ist, dass du mir etwas nimmst, dann nimm es. Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Und wenn dran ist, dass du mir etwas gibst, dann gib es. Und ich bin es gern und ich nehme es gern im Segen an. Das ist der Punkt mit den finanziellen Aspekten. Darf ich jetzt als Christ einen Ferrari fahren? Darf ich jetzt als Christ ein 5-Sterne-Hotel in die Malediven? Darf ich jetzt als Christ einen Privatjet-Charter und irgendwo hinfliegen, wenn doch so viele Menschen Not leiden? Was darf ich, was nicht? Das sind genau die Sachen. Es ist immer eine Frage von der Hingabe dahinter. Bin ich bereit, Gott mein ganzes Leben zu geben? Und bin ich bereit, das ernsthaft mit Gott zu prüfen? Und dann gibt es so einen kleinen Tipp von mir. Ich habe wieder merken bei Leuten, bei mir auch, bei euch. Die Leute sagen, du, ich habe es geprüft, ich bin nicht so sicher. Sollte ich nicht. Wenn du nicht sicher bist, mach es einfach nicht. Ist ja nicht so schwer. Also wenn du nicht sicher bist, dann lass es einfach weg. Dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn du Sicherheit hast für etwas, dann machst du. Aber sonst mach es einfach nicht. Ausser es ist jetzt vielleicht gerade ein mega wichtiger, grosser Punkt, wo nicht so easy kannst sagen, ich mache es nicht. Aber wenn es etwas Kleines ist, in einer Serie hast du die ersten zwei Folgen geschaut, hast gemerkt, es tut mir nicht gut, ich bin ein bisschen unsicher, sollte ich nicht, dann lass es doch weg. Es gibt so viele gute Serien wie Anna und die wilden Tiere auf YouTube, gratis, Hammer, mega spannend. Also dann lass es doch weg, gell, wenn es so kleine Sachen sind. Ja, hast du vielleicht schon ein paar Bier gehabt, soll ich jetzt noch eins mehr, soll ich noch eine Runde weiter, bist du unsicher, lass es doch weg. Oder sage ich, komme noch mit, aber ich gehe jetzt auf mein Wasser, auf mein Cola, auf mein Red Bull oder was auch immer. Wenn du unsicher bist, dann lass es doch weg. Ich möchte noch aufhören mit einem Gleichnis. Jesus erzählt im Neuen Testament Gleichnis und es gibt ganz ein cooles Gleichnis, das gibt nämlich nur ein Vers lang. Das Hammergleichnis, ein einziger Vers. Wie kann Jesus eine ganze Geschichte erzählen in einem Vers? Und das ist meine Story, mit der möchte ich enden. Das ist Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Und dort heisst es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, und jetzt kommt der Preis, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Also vermutlich war es irgendein Feldarbeiter gewesen, bei einem Grossgrundbesitzer, und der war am Graben gewesen, Feld lockern, was auch immer. Und plötzlich merkt er, ich stoss da auf einen Schatz, oder? Da hat er den Schatz ausgegraben, ich sehe, Mann, ein mega Schatz, oder? Ich habe da ein Bild dabei. Und der hat es schnell wieder vergraben und ist zu seinem Besitzer und hat gesagt, ich will gerne den Acker kaufen. Der Besitzer hat mich gefragt, warum? Und er hat gesagt, ja, weißt du, einfach von der Topografie her und so, habe ich das Gefühl, ich könnte noch eine neue Lebensgrundlage aufbauen, wie auch immer. Aber der Mann hat gewusst, wenn ich den Acker bekomme, ich würde alles hingeben. Es hat einen Schatz drin. Der Grossgrundbesitzer hat den Preis genannt, der Mann hat gewusst, ich kann mir das leisten, wenn ich alles verkaufe, was ich habe, bis auf die letzten Boxershorts, auf mein Haus, meine Kutsche, alles. Dann könnte ich es mir leisten. Aber der Punkt war, es war keine Sekunde eine Diskussion für den Mann. Nicht eine Sekunde, weil er den Schatz vor Augen hatte. Und darum war er bereit, einen riesen Preis zu zahlen. Und manchmal, glaube ich, wenn wir nicht bereit sind, den Preis zu zahlen für die Sachen, die unsere Seele schützen, die uns Leben geben, dann ist es auch, weil wir den Schatz noch nicht erkannt haben. Hey, weil wenn du den Schatz erkennst, Jesus ist gestorben und verstanden, neues Leben, das, was wir letzten Sonntag hören, durch Taufe, eine neue Identität, eine neue geistliche Familie, geistlicher Schutz, Anteil an Gottes Erbe. Wenn du den ganzen Schatz erkannt hast, dann bist du bereit, den Preis zu zahlen. Verstehst du, die Christen, die ihr Leben hingegeben für Jesus, die haben es gern gezahlt. Weil sie haben gewusst, dass was auf uns wartet, ist kein Vergleich zu den Leiden. Schlussendlich ist das Leben immer eine Waage, man wägt ab. Und vielleicht brauchst du auch gar nicht jetzt einen mega Druck. Gar nicht so, ich muss jetzt mit allem enden und aufhören, oh, und das darf ich auch nehmen, sondern vielleicht brauchst du eine neue Begegnung mit dem Schatz. Weil wenn du den Schatz neu kennenlernst, dann wirst du ganz gern und ganz einfach auch bereit sein, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Weil du nie mehr willst, dass dir jemand den Schatz aus deinem Herz rausnimmt. Komm, ich stehe doch miteinander auf und ich möchte noch beten, dass wir heute Morgen miteinander den Schatz ganz neu erkennen dürfen. Vater im Himmel, die meisten Menschen, die da sind heute Morgen, sind sicher ein paar Besucher, Leute, die so auf der Suche sind. Aber ich denke, viele haben schon eine Entscheidung getroffen, möchten dir nachfolgen. Und in dieser Entscheidung ist immer die Frage, ja, was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Und wir haben gelernt, die richtige Frage ist,
was schafft dem Heiligen Geist Raum, was nimmt dem Heiligen Geist Raum. Und ich bitte dich, dass wir heute eine neue Begegnung haben mit dem Schatz. Mit dem Schatz von der Errettung. Mit dem Schatz von der Versöhnung. Mit dem Schatz von der Heiligung. Mit dem inneren Frieden, den du uns gibst, mit dieser Freude, mit diesen Gaben und Früchten vom Geist und dem ganzen Programm, das du uns versprichst im Neuen Bund. Und Jesus, ich bitte dich, dass du gerade jetzt in dem Worship Teil 2 uns ganz neu diesen Schatz vor Augen führst. Und dass wir dir diesen Schatz dürfen sehen, der ganzen Grösse, und dürfen sagen, hey, wenn das Resultat ist, wenn das der Lohn ist, dann bin ich also locker parat, eine Filmserie aufzugeben, irgendwo Ferien zu verzichten, etwas zu verkaufen, wo mein Herz daran gebunden hat, weil der Schatz im Himmel oder der Schatz in meinem Herz einfach viel grösser ist als der Preis. Und ich spüre so wie Not in meinem Herz. Ich spüre, da innen gibt es Männer und Frauen, die schon lange irgendwo mit Jesus unterwegs sind, aber den Schatz nie entdeckt haben. Sie sagen, ja, ich würde ja gerne, aber der Schatz, der sagt mir gar nicht so viel. Ich kenne es von der Theorie, ich kenne es von meinen Eltern. Ich habe es schon 100-mal gehört in Predigten, aber so der Schatz, also sie mir zeigt, in seiner ganzen Größe, keine Ahnung, ist nie passiert. Und das ist eine Not, die du hast. Weil du denkst, ich wäre schon bereit, den Preis zu zahlen, aber ich müsste den Schatz irgendwo sehen. Und Jesus, wir können ja noch beten, dass du diesen Menschen hier begegnest heute, oder auch nicht nur heute, allgemein in ihrem Leben, aber möglichst schon heute anfangen, dass wir den Schatz erkennen können. Dass wir wirklich die ganze Dynamik von deinem neuen Bund erkennen können. Dass es uns neu klar wird, wie du gestorben, du verstanden bist zu uns. Was es verändert hat in unserem Leben. Dass wir ein Bürgerrecht haben im Himmel, Teil sind von der neuen Familie. Dass wir ein Anrecht haben an deinem Erbe. Ich bitte dich für die Leute, die sagen, ich möchte den Schatz erkennen. Aber irgendwie hat sich der mir noch nicht so ganz offenbart. Vielleicht ein paar Ansätze. Dass du wirklich die Zeit jetzt nützt im zweiten Worship-Teil und den Schatz ganz neu zeigst. Amen.